Servus und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja sicherlich alle meinen Vlog von der letzten Convention gesehen. Und neben einer riesengroßen Portion Spaß, super guten Eindrücken und ein paar neue Tricks habe ich mir auch was mitgenommen. Und zwar diesen roten Puschel. Und einen weiteren roten Puschel. Nein, das ist nicht zum Werfen gedacht, sondern mit im Set ist dieser Stab. Ihr wisst ja sicherlich alle, dass ich mehr der Devil-Stick-Fan bin und nicht der Flower-Stick-Fan, aber dieser Flower-Stick hat mir das angetan, weil man die Enden abmontieren kann. Man kann einfach die Blumen abstecken und wieder draufstecken. Und man soll sogar mit einem Erweiterungsset aus diesen Enden Poys basteln können. Ich habe mal schnell zusammengebaut. So sieht er aus, mein neuer Flower Stick. Mal schauen, wie er sich spielen lässt. Ja, für einen Flower Stick spielt er sich eigentlich ganz gut, er ist ein bisschen leicht. Vielleicht werde ich in die Seiten noch Gewichte mit einbauen, damit er sich ein bisschen schneller dreht. Aber ich fand die Idee gut, dass man ihn mit etwas Kraft auseinanderbauen kann. Kann ihn leichter verstauen, kann ihn leichter in den Müll nehmen. Und man soll sogar Poys draus basteln können. Werde ich vielleicht auch irgendwann ausprobieren. Und ansonsten werde ich ihn sicherlich ab und zu mal probieren. Ich werde probieren, damit besser zu werden. Aber ich bin und bleib Devil-Stick-Spieler. Also haut rein, macht's gut, Servus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben. Teile das Video mit deinen Freunden. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, darfst du mich gerne auch abonnieren.